Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die RAF 3.0 Box von RAF 3.0. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. RAF 3.0 aus dem Jahr 2012. So sieht das Ganze aus und wie man hier unschwer erkennen kann, handelt es sich bei diesem Mann um RAF Camora. Also RAF Camora ist gleich RAF 3.0 und zwar ist das Ganze so, dass RAF Camora ja hauptsächlich als Rapper bekannt ist und um seine gesangslastigeren Sachen oder Projekte zu verwirklichen, hat er sich dann umbenannt in RAF 3.0, aber natürlich gibt es RAF Camora auch weiterhin, wie wir mittlerweile oder wie wir gerade heute wissen. Gut, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier einen schlichten Karton und hier oben einen Aufkleber. Auf diesem haben wir eben RAF 3.0 abgebildet. Hier lesen wir dann RAF 3.0, alles Roboter, bevor die Welt untergeht, Tour 2012. Alle Dates auf ivyvibrationsrecords.com. Dann haben wir hier einen Barcode und dann haben wir noch die Credits zum Album. Ansonsten schlicht in dieser Kartonoptik gehalten, also bis auf diesen Aufkleber hier nichts weiter zu sehen. Das Ganze geht dann hier auf und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal das Album an sich, RAF 3.0. Dann haben wir mit dabei ein Poster, die Single bzw. die Maxi Jeder Tag mit Silla, eine Vinyl, und zwar eine 7-Inch Vinyl, und dann haben wir noch ein Shirt mit dabei. Gut, von innen sieht das Ganze so aus, also relativ unspektakulär in dieser Kartonoptik, in diesem klassischen Braun. Ich mache das Ganze mal wieder zu und gebe die Box zur Seite. So, nachdem hier die beiden Tonträger, also die CDs zumindest, die Vinyl ist ja schon ausgepackt, die CDs hier noch in Folie sind, werden wir diese mal aus der Folie rausholen. So, am besten schneiden wir hier einfach mal rein. So, das einmal das Album. Und dann haben wir natürlich noch diese Bonus-CD, diese Single. So. Gar nicht so einfach. Aber jetzt. So. Sehr gut. Also, so sieht das Ganze aus. Wie immer starten wir mit dem Album an sich. RAF 3.0. Hier oben lesen wir dann auch wieder, RAF Camora ist RAF 3.0. Hier lesen wir dann Premium Edition und das Ganze ist ein Pappschuber. Dieser ist über dem eigentlichen Album. Und bevor wir den abnehmen, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber das Ganze ist echt in seinem, jawohl, hier im Licht kann man sehen, in seinem 3D-Druck. Also man kann das hier wirklich spüren und drüber fahren. Diese Zacken hier und die Konturen dieses riesen Objektes hier, schön gemacht. Und auch hier unten Premium Edition und hier RAF Camora ist. Das Ganze ist entsprechend gestanzt oder eben 3D-Druck. Rückseite ebenfalls. Und dann haben wir hier die Tracklist. Und zwar haben wir hier 15 Tracks auf der regulären Version, also 15 Tracks auf dem Album. Allerdings, nachdem das hier die Premium-Variante ist, haben wir dann noch 5 Bonus-Tracks. Also kommen wir insgesamt auf 20 Stück, Credits und Barcode. Und wir haben ein paar Features. Und zwar haben wir Features von Motrip und Silla. Dann haben wir ein Feature von Tarek KIZ. Dann hier noch ein Feature von Sizzler, Conscience, Materia und Nazar. Gut, wie gesagt, das Ganze ist ein Pappschuber. Eventuell, ja, kann man es hier nicht so gut reinsehen, aber man kann hier erahnen, also man sieht hier auf der Rückseite dann eben diesen Druck, diese Stanzen. Dann haben wir das Album an sich im Standard Jewel Case. Auch hier haben wir wieder diesen riesen RAF 3.0, ja,
diesen Brocken, dieses Stück Metall, das hier herumfliegt. Auf der Seite lesen wir RAF 3.0 und auf der Rückseite haben wir dann auch wieder hier die Tracklist. Kennen wir ja schon. Dann schauen wir mal hinein. Und zwar haben wir hier einmal das Booklet. Wir haben hier einmal RAF 3.0 bzw. RAF Camora abgebildet. Hier ist ein Track mit den ganzen Infos. Dann haben wir hier den Liedtext vom Track Nummer 2, nämlich Roboter. Und auch hier die Infos, wer daran beteiligt war. Dann haben wir den Track registriert. Dann hier den gesamten Tracktext von Fallen mit Nazar. Und dieses Design zieht sich jetzt so durch. Also wir haben hier auf der linken Seite immer einzelne Tracks mit den Infos. Und dann auf der rechten Seite einen gesamten Track mit dem zugehörigen Text. Schönes Artwork, schöne Farben, sehr futuristisch das Ganze. Also es wirkt irgendwie, als wäre RAF 3.0 hier irgendwie auf einem neuen Planeten angekommen, als würde hier irgendwelche neuen Sachen erkunden. Dann haben wir hier rechts, das dritte Auge bleibt geöffnet. Die schwarzen Raben warten auf mich. Rafael Ragucci, RAF Camora, rest in peace. Gut. Ich bin sehr dankbar, dass er das nicht gemacht hat. Also, dass er nicht auf immer rest in peace gesagt hat, beziehungsweise sich von seinem alten Ego RAF Camora verabschiedet hat. Denn es wäre ziemlich schade um ihn. Dann haben wir hier die CD. Diese in schwarz, auch hier in der Mitte wieder dieser RAF 3.0 Metall. Flieger, was auch immer das sein soll. So sieht das aus. Gut, dann machen wir das Ganze mal wieder in den Pappschuber. Dann haben wir mit dabei eine Papphülle, also ein Digisleeve. Hier lesen wir Jeder Tag 3.0 featuring RAF 3.0 und Silla. RAF Camora produziert. Okay, das ist spannend. Also RAF Camora produziert und Airy Vibrations präsentieren. Oder es ist vielleicht gemeint RAF Camora Productions. Ja, wie auch immer. Wir haben hier 4 Tracks an der Zahl und zwar ist das aufgebaut auf den Track Jeder Tag, der vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff ist. Und zwar ist das dieser hier, Silla und RAF Camora. Und dann gibt es hier einmal die Version von RAF 3.0, das nennt sich dann auch Jeder Tag 3.0. Das ist RAF alleine. Dann haben wir den Track mit Silla. Dann haben wir den Track Jeder Tag 3.0 im 16 Bass Remade. Und dann haben wir den Track Jeder Tag in der Instrumental Version. Auch hier wieder Credits und Barcode. Aber das Ganze mehr oder weniger so eine Maxi-Single, wie man sie von früher noch kennt. Dann haben wir hier die CD. Und so sieht das Ganze dann aus. Und damit nicht genug. Wir haben noch einen Tonträger. Und zwar in diesem Fall eine Vinyl, eine 7-Inch Vinyl. Die kommt hier in so einer weißen Papierhülle. So sieht das dann aus. Also wir haben hier 2 Tracks. Und zwar einmal hier die A-Seite und dann hier auf der B-Seite. Und auf der A-Seite haben wir hier den Track Faux Croix. Und zwar ist dieser von Anthony B, RAF und Daddy Super. Also Faux Croix, das ist französisch und das heißt so viel wie, also Faux heißt falsch, Croix heißt so viel wie glauben, also falsch glauben, irre glauben. Ich glaube, damit lässt sich es am besten übersetzen. Und auf der Rückseite haben wir dann hier noch Elevator Rhythm. Und zwar lesen wir hier Syrix Version. Alles klar. Gut, also wie gesagt, ein Track auf der A-Seite, ein Track auf der B-Seite. Gefällt mir gut, speziell, dass es eine Vinyl ist. Das Einzige, was man hier vielleicht bemängeln könnte, wäre oder ist, dass das Ganze in so einer schlichten Papierhülle kommt. Ich hätte es natürlich bevorzugt, wenn man hier auch noch irgendwie ein, zumindest ein Digisleeve, so eine Papphülle drumherum gemacht hat, hätte und dann die Vinyl hier mit dem Papier reingepackt hätte. Aber ja, das ist Jammern auf hohem Niveau. Gut. Dann haben wir mit dabei ein Poster und zwar ist dieses vom Format her sehr ungewöhnlich, denn es ist sehr schmal, aber dafür sehr lang
Und zwar lesen wir hier, RAF 3.0, das Album Out Now, erhältlich als Standard Edition, Premium Edition oder Doppel-LP inklusive CD oder eben Limited Amazon Edition inklusive T-Shirt und digital Download. Okay, also das hier die verschiedenen Varianten. Und dann haben wir hier oben auch noch abgebildet RAF in dieser hockenden Pose mit diesem 3.0 Hoodie bzw. mit dieser Jacke. Und darüber lesen wir auch nochmals RAF 3.0. Sehr schön. Machen wir das Ganze mal wieder zu. So. Das Ganze ist einseitig bedruckt, Rückseite ist weiß. Und dann haben wir noch mit dabei als letzten Boxinhalt ein Shirt. Und zwar sieht das so aus in schwarz mit blau-weißem Aufdruck RAF 3.0. Lesen wir hier auf der Brust. Ansonsten haben wir hier nichts weiter drauf. Allerdings haben wir einen Backprint und dieser sehr ungewöhnlich. Nicht hier oben im Rücken-, Schulter- bzw. Nackenbereich, sondern hier unten links. Und zwar haben wir hier Binärcode, jede Menge Nullen und Einser. Und dann lesen wir hier alles Roboter RAF 3.0. Das ist ja auch ein Track, der unter anderem auf diesem Album hier vorkommt. RAF 3.0, wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit diesem blau-weißen Aufdruck auf der Brust. Hier in hellblau RAF, darunter 3.0. Hier die 0 auch wieder mit so einem blauen Element darin. Gefällt mir richtig gut, auch wenn es schlicht gehalten ist und das Ganze ansonsten schwarz ist. Aber rein von diesem Brustaufdruck kann man das durchaus machen und das Shirt werde ich definitiv tragen. Und bevor ich es vergesse, wir schauen noch einmal ganz kurz, womit wir es hier zu tun haben. Und zwar haben wir hier ein B und C Exakt 150, das Ganze in der Größe L. Und das Ganze ist aus 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. So, und zum Abschluss fassen wir einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Dann dieses Poster einseitig bedruckt im Hochformat. Dann die 7-Inch Vinyl mit zwei Tracks, einem auf der A, einem auf der B-Seite. Diese Maxi mit Silla gemeinsam, vier Tracks hier mit drauf. Und dann natürlich das Album an sich, RAF 3.0, im Pappschuber und dieses kommt mit insgesamt 20 Tracks. Gut, das alles in dieser wunderbaren Box, RAF 3.0 von RAF 3.0. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr RAF 3.0 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.